Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Ganz genau so sieht's aus. Jeden Tag hören Sie hier den Chef eines Unternehmens bei uns live im Studio. Und heute ist Imme Scheidt bei mir. Hallöchen, geht's dir gut? Hallo, mir geht's super. Mega, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr, denn du hast einen ganz tollen Beruf. Bei dir geht's um die schönen Seiten des Lebens, um wie man die Erinnerung daran am besten festhalten kann, ja? Ganz darüber genau. Sprechen wir hier in der nächsten Stunde. Und jetzt sprechen wir über was anderes Schönes, nämlich über Musik. Du hast nämlich Musikwünsche mitgebracht. Ja. Ich spiele alles eine Stunde lang, was du dir wünschst. Und ich sehe jetzt als ersten Wunsch Something New, etwas Neues. Erzähl mir, warum du diesen Song gewählt hast. Ich finde, das ist ein ganz toller Song. Ich höre ihn immer, wenn ich mich motivieren möchte. Mhm. Something New, das ist das, was wir kreiert haben mit unserer App. Also etwas ganz Neues. Darüber erzähle ich später noch mehr. Ja. Und immer, wenn ich ihn höre, diesen Song, dann pusht es mich und dann habe ich gleich noch mehr Lust, loszulegen. Wow, dein Motivationssong kriegst du jetzt hier auf Radio Frankfurt und wir hören uns gleich bei Chef on Air. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Schön, dass Sie bei uns sind am Donnerstagmittag. Ja, wir bringen Ihren Chef ins Radio. Jeden Tag stellen wir Ihnen ein Unternehmen vor und der Chef, der ist dann live hier bei uns in den Skyline Studios. Und heute bei mir ist Imme Scheidt von Yay. Und Yay, das ist ja so ein Begriff, den kennen wir alle als Ausdruck von Freude. So, Yay, das ist toll oder Yay, wie schön. Und genau darum geht's immer, oder? Bei euch sind die schönen Seiten des Lebens die pure Freude zu Hause. Diese Momente kann man nämlich bei euch für immer festhalten, denn du machst was? Ich habe zusammen mit meinem Mann ein Online-Tagebuch gegründet, bei dem man alle seine persönlichen Yay-Momente festhalten kann. Wow. Wir haben gesagt, es ist so schade, dass man so viele Glücksmomente im Alltag erlebt, die man aber tatsächlich nicht dokumentiert und die dann einfach verpuffen. Das beste Beispiel dafür ist einfach, dass man tausende von Fotos auf seinem Smartphone hat heutzutage. Und wo sind sie? Auf dem Smartphone. Ja. Und wir wollen die in Form eines schönen Online-Tagebuchs der Familie zugänglich machen. Man kann es mit Freunden teilen und man kann es ausdrucken als tolles Fotobuch, sodass man einfach immer wieder Yay rufen kann. Das ist wunderbar. Du hast gerade schon angesprochen, wir haben so viele Bilder auf dem Handy. Ich habe vorhin mal nachgeguckt. Ich muss gestehen, ich habe fast 18.000 Bilder da drauf. Wahnsinn. Jetzt kann ich mir das noch nicht so ganz vorstellen, wie das funktioniert. Kannst du mir das mal erklären, wie das mit eurer App dann geht, dass ich daraus dann meine schönsten Erinnerungen haben kann? Ja, also es ist ein Online-Tagebuch. Das heißt, ich kann meine Einträge da reinschreiben als Texte, Fotos oder ich kann auch Videos einfügen, was auch immer ein toller Yay-Moment für mich ist. Mhm. Ich kann diese Einträge auch rückdatieren. Wenn ich sage, ich möchte meine ganzen alten Fotos mal sortieren und noch kleine Erinnerungen dazu aufschreiben, dann ist auch das möglich. Und das Fotobuch, was daraus entsteht, entsteht automatisiert, chronologisch aus diesem privaten Blog, kann man eigentlich sagen. Okay, jetzt musst du mir mal verraten, wie kommt man auf die Idee? Hat man die einfach über Nacht oder war das schon ein längerer Prozess, dass ihr länger drüber nachgedacht habt? Uns kam die Idee tatsächlich, als wir selbst Eltern geworden sind und gesagt haben, oh Gott, jetzt fotografieren wir so viel und wir möchten diese Momente wirklich festhalten. Und daraus ist jetzt diese App entstanden, wo man all diese Momente festhalten kann. Wunderbar, ja. Als Elternteil kommt man sich ja wirklich manchmal vor wie so ein kleiner Paparazzi, oder? Ja, das stimmt, aber es ist so schön. Es ist eine Freude. Wunderbar und schön, dass ihr das jetzt allen Eltern erleichtert, ja, ihre Fotos da festzuhalten. Jetzt lasst uns ein bisschen darüber sprechen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass einige denken, ist das denn alles überhaupt so sicher oder können dann andere auch irgendwie auf meine Fotos zugreifen? Oder ist das alles ganz sicher? Wie funktioniert das? Das ist wirklich absolut sicher. Man bekommt bei uns eine eigene URL. Zum Beispiel den Namen seines Kindes, verbunden mit yaymemories.com. Mhm. Und das ist passwortgeschützt. Das heißt, niemand anderes kann darauf zugreifen, außer der Person, der ich mein Passwort verrate. Man kann Familienmitglieder einladen und auch Freunde. Aber es sehen wirklich nur die Personen, die ich explizit einlade, auch meine Einträge. Und ich kann sogar unterteilen, ob nur ich meine Einträge sehen möchte oder andere Einträge, auch bestimmte Freunde. Das kann ich für jeden Eintrag auswählen. Und das ist alles super safe. Gott sei Dank, also alles sicher, das ist immer ganz wichtig. So, jetzt hast du natürlich hier bei Chef on Air auch heute eine andere ganz wichtige Aufgabe. Du stellst nicht nur deine App vor, sondern du bist auch heute eine Stunde lang unser Musikchef. Und ich sehe hier schon deinen nächsten Musikwunsch. Pentatonics, Halleluja. Warum der Song? Also ich liebe die Pentatonics einfach allgemein. Das ist die einzige Band, die ich tatsächlich dreimal live gesehen habe. Wow. Zweimal davon in Frankfurt. Ah. Und dem einen Sänger habe ich sogar mal selbst die Hand geschüttelt. Das ist einfach eine super schöne Erinnerung. Ja. Und ein Lied, also das ist jetzt nicht Halleluja, aber ein anderes Lied der Pentatonics haben wir unseren Kindern mal abends zum Einschlafen vorgespielt. Und es ist einfach eine ganz tolle Band. Die einzige A-Cappella-Band, die glaube ich auch so richtig groß rausgekommen ist. Und
Sie haben es einfach drauf. Dann kriegst du jetzt hier die Pentatonix und Halleluja. Wir schwelgen ein bisschen in Erinnerung. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Genau so sieht's aus. Jeden Tag hören Sie hier von 12 bis 13 Uhr den Chef eines Unternehmens bei uns live. Und mein Gast in der heutigen Chef-on-Air-Sendung ist Imme Scheid. Sie hat eine App entwickelt, in der man alle schönen Momente des Lebens entweder in einem digitalen Tagebuch oder auch in einem richtigen Fotoalbum festhalten kann. Jetzt liegt hinter uns allen natürlich eine ganz schwere, komische und auch verrückte Zeit. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir ganz normale Dinge von früher plötzlich viel mehr zu schätzen wissen. Oder ich sag mal so, auch die kleinen Momente irgendwie jetzt mittlerweile ganz groß geworden sind. Imme, hat sich denn Corona auch auf euer Geschäft ausgewirkt? Merkt ihr auch, dass die Menschen jetzt irgendwie anders sind? Total. Wir haben eine ganz tolle Wertschätzung durch den Lockdown bekommen, muss ich sagen. Unsere Zielgruppe hat sich vergrößert. Wir haben vorher hauptsächlich Schwangere und junge Eltern angesprochen. Ja. Denn das ist die Zielgruppe, die unbedingt die wichtigsten Momente im Leben festhalten möchte. Ja. Aber in der Corona-Zeit haben auch viele andere angefangen, ihre Momente aufzuschreiben. Menschen, die alleine unterwegs waren vorher, die angefangen haben, ihre Urlaube zu sortieren. Okay. Oder Familien auch mit älteren Kindern, die gesagt haben, hey, wir wollen unsere Corona-Zeit dokumentieren, Corona-Tagebücher daraus kreieren. Das ist ja cool. Und die sind auch immer noch bei uns. Also wir haben wirklich einen Push erfahren durch diese Zeit und ein ganz tolles Gefühl. Also ich glaube auch, dass man jetzt irgendwie ganz die Dinge neu zu schätzen weiß und da auf jeden Fall ein paar Momente jetzt eher festhalten möchte. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, man besinnt sich so auf das, was schön ist in dieser Zeit, die ja wirklich von ganz schlechten, schweren Schlagzeilen dominiert war. Da war es einfach toll, dass wir auch geholfen haben, den Blick auf etwas Positives zu richten. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass so viele negative Sachen, wenn man dann irgendwas Positives hat, das ist sehr, sehr gut. Jetzt lass uns ein bisschen darüber sprechen, wenn ich so ein Online-Tagebuch haben möchte oder so ein Fotoalbum. Was muss ich da ungefähr investieren oder läuft das über ein Abo? Wie darf ich mir das vorstellen? Genau, wir bieten das als Abo-Modell an, weil wir sagen, du möchtest ja jeden Tag deine schönen Momente aufschreiben. Also bietet sich ein Einmalpreis überhaupt nicht an, sondern du möchtest das möglichst langfristig anlegen. Ja. Für 9,90 Euro im Monat bist du dabei, wenn du bei uns ein Jahresabo abschließt. Die Fotobücher gehen nochmal extra. Okay. Du kannst aber auch einfach ein Monatsabo wählen, wenn du sagst, ich möchte es erstmal testen. Mhm. Die ersten 30 Tage sind sowieso immer kostenfrei. Ach. Das heißt, reinschnuppern kannst du in der Zeit, kannst auch in der Zeit schon was an Fotobüchern drucken. Genau. Sehr, sehr schön. Also das mit dem kostenlosen Probemonat, das ist auf jeden Fall auch sehr verlockend. Und ich denke mal, bei so einer tollen Idee, da bleibt man dann auch gerne noch weitere Monate dran. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt hast du mir vorhin verraten, du bist selbst auch Mama von zwei Kindern, hast natürlich wahrscheinlich selbst schon ganz, ganz viele Erinnerungen gesammelt in deinem Tagebuch. Sag mal, wie kriegt man denn das jetzt alles unter einen Hut? Kind, Kinder, dann dieses Unternehmen. Wie schaffst du das? Wie schaffe ich das? Ja, mein Mann sagt ja tatsächlich immer, dass wir drei Babys haben. Zwei kleine Söhne im Alter von anderthalb und dreieinhalb und dann das Startup, was jetzt auch genau 3 Jahre alt ist. Mhm. Ich glaube, wir kriegen das dadurch besonders hin, dadurch, dass Work-Life-Balance gar kein Thema mehr für uns ist. Wir versuchen gar nicht, irgendwas auszugleichen, sondern wir sagen, es ist alles eins. Es gehört alles zu einem großen Lebenstraum. Und deswegen darf sich das zeitlich auch total mischen. Ich habe nachmittags, wenn ich die Zeit mit den Kindern verbringe, eine Idee für unser Startup und schreibe es einfach auf. Mach kurze Voice Records, um einfach Ideen festzuhalten, die ich dann abends, wenn mein Mann vielleicht die Kinder ins Bett bringt, aufschreibe oder noch umsetze. Und es stört mich auch überhaupt nicht, dann abends oder früher morgen was zu arbeiten, weil es alles zu diesem Traum gehört, das eigene Startup großzuziehen und auch unseren Kindern vorzuleben. So könnt ihr auch eure Lebensträume verwirklichen. Wow, das hast du wirklich sehr, sehr schön gesagt. Jetzt ist es natürlich so hier bei Chef on Air, du darfst dir eine Stunde lang Songs wünschen. Und ich sehe jetzt schon den nächsten auf der Playlist. Paul van Dyk, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Home, zu Hause. Genau. Ja, warum? Nicht nur, weil wir zu Hause arbeiten, sondern für mich ist es ein Song, der mich erdet. Und in diesem Song geht es um Zweisamkeit, um Liebe und wenn mich eine Sache in diesem ganzen Trubel mit Kindern, mit Startup erdet, dann ist es mein Zuhause mit meinen Kindern und meinem Mann. Und deswegen liebe ich diesen Song. Dann kriegst du den jetzt hier. Home auf Radio Frankfurt. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Jeden Tag ist zwischen 12 und 13 Uhr der Chef eines Unternehmens bei uns zu Gast. Und falls Sie selbst Chef sind oder Mitarbeiter und sich denken, hey, mein Chef, der muss unbedingt mal ins Radio und von unserem Unternehmen erzählen, dann können Sie sich gerne auf unserer Homepage anmelden und dann sind Sie vielleicht schon bald in unseren Skyline-Studios zu Gast. So wie heute
Imme Scheid von Yay. Und jetzt sag mal, der Name, ja, das klingt ja für mich wie so ein Glücksruf. Kommt das eigentlich tatsächlich daher? Habe ich damit recht? Das soll genau das sein, ja. Wir haben Anfang des Jahres gerebrandet und haben uns gefragt, wofür steht eigentlich unser Produkt? Und wir haben gesagt, wenn wir für eine Sache stehen, ist es Lebensfreude. Und dann Yay, ne? Yay, so automatisch. Das ist der Ausdruck der Lebensfreude. Was kann das anderes sein? Ich habe den nächsten Musikwunsch für dich, bevor wir ein bisschen mehr über Yay sprechen. Better Together. Warum hast du dich für den Song entschieden? Ich habe diese Band kennengelernt als Vorgruppe der Pentatonix in Frankfurt. Mhm. Deswegen ist es erstmal eine tolle Erinnerung überhaupt an diese Gruppe und den damaligen Abend. Und ich finde dieses Lied ganz toll, weil es die Zweisamkeit in den Vordergrund steht. Ja, Better Together heißt es ja. Und die beiden Sänger sind selbst ein Paar mit kleinem Kind inzwischen und touren und machen alles gemeinsam. Und wir werden oft gefragt, ja, ihr seid ein Paar und ihr arbeitet auch zusammen. Ist das nicht viel zu viel? Wir sagen immer nein, wir finden es großartig, weil wirklich durch die Zweisamkeit alles besser wird. Es und deswegen so. Liebe ich auch den Song. Zusammen ist einfach alles besser. Better together. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Jeden Tag holen wir einen Chef eines Unternehmens zu uns in die Skyline-Studios und heute ist Imme Scheid bei mir. Sie hat eine besondere App entwickelt, praktisch so ein Online-Tagebuch mit unendlichem Speicherplatz für Fotos, Texte und Videos. Damit kann man sogar mit wenigen Klicks hochwertige Fotoalben erstellen. Somit kann man die schönsten Momente des Lebens, die man im ganzen Alltagsstress ja auch gerne mal vergisst, einfach festhalten. Und genau darum geht es dir auch immer, oder? Genau darum geht es uns. Und wir haben gesagt, wir müssen das Produkt als App entwickeln und für Desktop, weil man sein Fotobuch vielleicht auch gerne am Desktop erstellt, wenn man gerne die Übersicht hat. Ja. Aber es gibt viele andere, die sagen, nee, ich nutze es als Schwangerschaftstagebuch zum Beispiel. Ich mache das nachts beim Stillen. Da kann ich nicht meinen Laptop aufklappen, dann ist die ganze Familie wach. Ja. Und ich möchte auch mein Fotobuch direkt von der App aus bestellen und das geht. Genau, es funktioniert an allen Geräten. Eine super Idee. Hier dreht sich also alles um die schönen Seiten des Lebens. Ja, das muss man mal betonen. Und Yay beschränkt sich ja mittlerweile nicht nur auf eine App, sondern es gibt ein neues Projekt. Richtig, erzähl uns davon. Ja, ich habe jetzt gerade einen Podcast gestartet, der im Oktober live geht. Er richtet sich an Eltern und Entrepreneure, die über Glück und Veränderung sprechen. Und wann geht's los? Wir nehmen schon auf, wir sind voll dabei. Wir führen jetzt Interviews. Im Oktober geht es live. Wunderbar. Kannst du uns denn schon was verraten? Gibt es denn so eine Geschichte, die dich ganz besonders berührt oder was sind es generell für Geschichten, die ihr da erzählt? Also wir haben gedacht, es gibt schon so viele Podcasts über Entrepreneure, über Unternehmensentwicklung und Marketing und es gibt auch Elternpodcasts, aber es gibt nicht die Schnittstelle und deswegen wollen wir beides verbinden und für uns geht es deswegen ganz viel um dieses Thema, wie kriegt man alles unter einen Hut, was ich gerade schon angesprochen habe, aber auch was bedeutet es, sich zu verändern, denn ein Leben mit Kindern bedeutet Veränderung, ein Leben mit Startup auch. Und deswegen ist das Thema Veränderung und welche Energie setzt es frei ein ganz großes Thema bisher in allen Interviews gewesen. Sehr spannende Themen. Also ich freue mich schon auf den Oktober. Jetzt ist es ja so, es gibt die App, es gibt jetzt bald den Podcast. Wenn du jetzt so einen Wunsch frei hättest, wo siehst du denn Yay in so 5 bis 10 Jahren? Wo soll die Reise hingehen mit Yay? Wir hoffen, dass wir noch sehr viele weitere Fotoprodukte bald anbieten können. Nicht nur ein Fototagebuch, sondern auch Kalender, Postkarten, vieles weitere wird möglich sein. Und wir planen auch einen Massenupload, denn im Moment ist es so, dass man bei uns anfängt, die einzelnen Einträge zu erstellen. Ja. Man kann sie rückdatieren, aber wir wollen auch für diejenigen, die eben schon die 18.000 Bilder auf ihrem Phone haben. Wer ist das denn? Ich nenne keine Namen, aber damit wir für alle diese Personen sagen können, drück hier auf den Knopf und wir lesen automatisch deine Bilder ein und sortieren sie und machen schöne Einträge draus. Das ist eine von unseren Visionen, an der wir arbeiten. Sehr gute Idee, die mit den 18.000 Beiträgen und Bildern, das war übrigens ich. So, jetzt hast du natürlich auch eine andere wichtige Aufgabe. Du hast uns Musikwünsche mitgebracht und jetzt wird's hier, ja, doch ein bisschen emotional, finde ich. Birdie und Wings sehe ich auf deiner Playlist. Warum der Song? Ich finde, es ist ein ganz toller, poetischer Song, sehr schön gesungen und ja, als Gründerin einer Tagebuch-App habe ich es halt so mit Sprache. Ja. Und in dem Lied geht es um Träume und ich finde, Träume sind ganz wichtig, eine ganz wichtige Kraft für den Alltag, für ein Unternehmen. Und deswegen finde ich es toll, dass sie es in dieser Art und Weise in ihr Lied verpackt hat. Auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Song. Ich liebe den auch und den kriegst du jetzt hier. Birdie mit Wings auf Radio Frankfurt.
Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Ganz genau so sieht's aus. Schön, dass Sie bei uns sind am Donnerstagmittag. Wir haben eine Stunde lang mit Imme Scheidt gequatscht. Eine Frau, die es uns möglich macht, die schönen Seiten des Lebens für immer zu behalten. Na, habe ich das nicht schön gesagt? Und zwar in Form einer App. Hier kann man alle Fotos, Videos und Co. online stellen und mit wenigen Klicks hat man sogar ein super persönliches Fotoalbum. Imme, jetzt mal Hand aufs Herz. Es gibt ja schon so ein paar Anbieter, wo man dann Bilder hochladen kann und dann kriegt man ein Fotoalbum. Aber was macht denn gerade Yay so besonders und unterscheidet sich auch von den anderen? Also rein technisch gesehen ist es wirklich bei uns die Verbindung aus einer App und dem automatisierten Fotobuchdruck. Mhm. Bei uns werden alle Fotos und Texte automatisiert gesetzt, sodass man sich keine Gedanken mehr um Designrichtlinien machen muss und sich fragen muss, wie sieht es eigentlich gut aus? Bei uns wird automatisch ein Vorschlag erzeugt, der immer gut aussieht, weil wir uns an diese Designrichtlinien halten, die kein anderer mehr lernen muss. Sehr, sehr praktisch. Erspart auf jeden Fall eine Menge Arbeit und Zeit. Jetzt komm, gib's mal zu, wie viele Yay-Alben hast du selbst? Wir selber haben, glaube ich, bestimmt schon 15 bis 20. Wow. Ja. Wir sind natürlich auch einfach die besten Nutzer unseres eigenen Produktes, was auch toll ist, um es fortwährend zu verbessern, aber ja. Aber das ist ja auf jeden Fall ein super Zeichen. Da sieht man, die Gründer stehen auch selbst zu 100 Milliarden % dahinter. Absolut. Das finde ich ja immer auch sehr, sehr wichtig. Liebe Imme, ich habe mich sehr gefreut, dass du hier heute mein Gast warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihr macht wirklich gerade in diesen schweren Zeiten sehr, sehr viel Gutes für die Leute. Ich danke dir. Danke, dass ich hier sein durfte. Und wir schließen diese Chef-on-Air-Sendung mit einem Song. Ja, irgendwie musste ich an dich denken, als ich den gesehen habe. Und deshalb spiele ich den jetzt, Sido, Bilder im Kopf. Danke, dass du da warst, liebe Imme. Danke.